Dazu habe ich im August 2012 begonnen, wöchentlich eine bis zwei Probeexamensklausuren zu schreiben. Und ich empfand es als überaus ernüchternd, eher wohl frustrierend, keine einzige Klausur zu bestehen. Du musst dir das so vorstellen. Du setzt dich morgens um 7 in den Zug, bist um 8:30 in Bonn, wiederholst den Vormittag über mit einem Kommilitonen Karteikarten, hast dann schlechtes Mensaessen zu Mittag, schreibst dir ab 14 Uhr bis 19 Uhr 5 Stunden die Finger wund und kriegst dann, auf gut Deutsch gesagt, einfach nur einen Schlag in die Fresse zurück. Ich habe ja nicht mal große Noten erwartet. Aber wenn du dir jede Woche ein Mangelhaft abholst, zieht dich das einfach extrem runter. Aber ich habe...